Der sieht aus wie ein richtiger Mann, nicht wahr? Sie werden sich wundern. Es ist ein richtiger Mann, entschuldigen Sie. Die historischen Figuren, die ich Ihnen zeigen will, werden noch interessanter durch die Tatsache, dass ihre Gesichter nach den Original-Totenmasken modelliert wurden, die sich im Besitz verschiedener europäischer Staaten befinden. Als erste sehen wir hier Anna Boleyn, die zweite Gemahlin von Heinrich dem VIII. Und Mutter der Königin Elisabeth. Mit dem Henker, den Heinrich von dem französischen König ausbeugte, damit Annas Kopf ohne zu große Schmerzen von ihrem Körper getrennt wäre. Heinrich war ein aufmerksamer Gatte. Ihm verdanken wir dieses abgekürzte Scheidungsverfahren. Das war kein guter Witz, fürchte ich. Und hier ist eine andere Szene historischer Leidenschaft. Charlotte Corday und Marat, einer der Anführer der französischen Revolution. Die Dame überraschte ihn im Bade und stieß ihm das Messer mitten in das Herz. Was für eine grausame Frau. Wie kann man so etwas tun? Ja, nicht wahr? Der arme Mann war selbst zu Tode erschrocken. Die Ausstellungsstücke in diesem Raum werden von Zeit zu Zeit ergänzt werden, je nach den Verbrechen, die jeweils begangen werden. Sie können darüber in Ihrer Zeitung lesen und werden sie dann hier in Wachs nachgebildet finden. Übrigens, meine Damen, so trug Ihr Vorfahr seine junge Frau ins Brautgemach. Während der französischen Revolution machte ein Arzt eine arbeitssparende Erfindung, die das Beil des Scharfrichters ersetzen sollte. Diese Maschine war so erfolgreich im Abschlagen von Köpfen der Aristokraten, dass man sie nach ihrem Erfinder benannte. Und hier ist sie, die blutige Guillotine. Oh mein Gott, ich glaube, ich halte es nicht länger aus. Millie, nun reiß dich zusammen, Millie. Vor 12 Jahren wurde in den Vereinigten Staaten zum ersten Mal der elektrische Stuhl benutzt. Und hier haben wir die naturgetreue Nachbildung der Hinrichtung von William Kemmler am 3. August im Jahre 1890. Kemmler tötete ohne Gnade und 2000 Volt beförderten ihn vor ein höheres Gericht. Die Streckfolter. In diesem Fall handelt es sich um Lady Anne Askew, eine englische Edelfrau, die des Hochverrats angeklagt, einem peinlichen Verhör unterzogen wird. Unnötig zu sagen, dass sie zugab, eine Verräterin zu sein. Wer würde das nicht tun unter dieser Art von Folter? Oh Himmel, ist es dein Korsett? Nein, es ist mein Magen. Er dreht sich um. Meiner dreht sich auch um. Und hier, verehrte Freunde, sehen wir einen netten alten Herrn, bekannt als der moderne Blaubart. Wie sein Namensvetter tötete er planlos, aber gründlich. Und entledigte sich seiner 8 Frauen. Oh, Billy! Riechsalz, meine Damen, bitte bedienen Sie sich. Wir danken Ihnen sehr. Und hier haben wir ein mysteriöses Geschehnis neueren Datums. Matthias Berg, der Börsenmakler. Man fand ihn erhängt im Fahrstuhlschacht des Gebäudes, wo er sein Büro hatte. War es Mord oder Selbstmord? Die Zeit wird es klären. Es ist nicht so fein gesponnen, es kommt doch ans Licht der Sonne, wie das Sprichwort sagt.